Hallo, liebe Freunde der analogen Fotografie. Heute ist es unglaublich heiß und während ich hier im Schatten sitze und im Hintergrund der Ventilator summt, wollte ich die Gelegenheit nutzen, euch ein bisschen was über die LCA 120 zu erzählen. Die LCA 120 kam im Dezember 2014 auf den Markt und ist somit zum aktuellen Zeitpunkt etwa 2,5 Jahre alt. Damals gehörte ich zu den Early Adopters und habe sie mir relativ früh zugelegt und bin ja fast nicht enttäuscht worden. Diese Kamera hat nämlich ein paar Features, die besonders zu loben sind. Andererseits macht sie hier und da aber auch ein paar Zicken. Aber schauen wir uns die Kamera einmal im Detail an. Die Lumo LCA 120 hier auf der rechten Seite ist die große Schwester bzw. einfach die Mittelformatversion der Lumo LCA Plus hier auf der linken. Sie benutzt 120er Mittelformatfilm und macht Bilder im Format 6x6 cm. Ihre Optik ist mit 38 mm für Mittelformat sehr weitwinklig, allerdings mit einer Lichtstärke von 1 durch 4,5 ist das Minigon XL Objektiv alles andere als lichtstark. In der Praxis macht es allerdings nicht viel aus, denn wegen der geringen Brennweite von 38 mm ist die handfreie Geschwindigkeit, heißt das so? Also die Geschwindigkeit, in der man verwacklungsfrei mit Hand fotografieren kann, relativ schnell. Auf die Belichtungszeit hat man ohnehin relativ wenig Einfluss. Genauso wie bei der LCA Plus erfolgt die Belichtung automatisch gesteuert über den Belichtungsmesser. Der Belichtungsmesser wird eingestellt mit der Filmgeschwindigkeit. Das ist hier mit der langsamsten Geschwindigkeit von 100 ISO der Fall, beziehungsweise ASA steht dran. Also langsamste Geschwindigkeit 100, schnellste Geschwindigkeit 1600. Und tatsächlich gelingen in den meisten Fällen die Belichtung ziemlich gut. Für Langzeitbelichtung ist die LCA 120 mit einem Kabelauslöser nutzbar und verfügt über ein Stativgewinde. Aufnahmen mit Blitz gelingen dank Mittelkontakt-Blitzschuh, der hier über den Zentralverschluss als Rear Curtain Flash funktioniert. Das heißt, die Kamera belichtet erst normal den Hintergrund und löst dann zum Ende der Belichtung den Blitz aus. Dadurch werden Bewegungen anders fotografiert oder dargestellt, als es mit Blitzen, die zum Öffnen des Verschlusses auslösen, tun würden. Grundsätzlich hat die Kamera hier den Filmtransport und sobald man vorgespult hat, rastet der Filmtransport ein. Das heißt, es gibt hier kein rotes Fenster, um zu sehen, in welchem Frame man ist. Und erst nach Auslösen ist der weitere Filmtransport möglich, wenn man nicht diesen MX-Schalter hier benutzt. MX, Multi-Exposure und man kann direkt wieder auslösen. Denn der Verschluss, und das ist interessant, ist im Gegensatz zur Kleinbildvariante selbstspannend, so dass man hier ganz einfach Mehrfachbelichtung machen muss, ohne bei jedem Bild einzeln hier den MX-Schalter zu betätigen. Auf der anderen Seite hier haben wir die Entfernungseinstellung, ähnlich wie bei der LCA 120, aber nicht mehr wie bei der ursprünglichen LCA. Haben wir hier auf der anderen Seite keine manuelle Blendensteuerung. Das Ganze macht die Kamera quasi von alleine. Das ist auch so das Manko an der Kamera oder eins der Mankos. Man hat nicht wirklich die Kontrolle. Man muss sich voll und ganz auf die Kamera verlassen. Tatsächlich wird die Belichtung aber relativ gut. Und bei einem so weitwinkligen Objektiv, ich glaube, das Kleinbild-Äquivalent sind 24 mm, ist es mit dem Thema Tiefenschärfe sowieso hinfällig oder müßig, darüber zu diskutieren.
trotzdem komme ich einfach im Zonenfokus. Wenn man mit schnellen Filmen und viel Licht fotografiert, blendet das Objektiv ohnehin so weg, dass das Fokussieren in den meisten Fällen hinfällig ist. Der Film wird hier nach Öffnen der Rückwand klassisch wie bei anderen Mittelformatkameras auch eingelegt. Um die Spulen zu entfernen, gibt es hier zwei Schalter und hier auf der Unterseite kommen so Knöpfe raus. Dann kann man mit ein bisschen Fummeln die alte Spule hier rüber tun, reindrücken und schon ist die beweglich. Die Lomo LCA 120, und das ist das andere Manko, hat Schwierigkeiten tatsächlich auf dem 120er Film 12 Bilder im Format von 6x6 zu bringen. Das Problem ist meines Erachtens darin begründet, dass der Filmtransport zu große Lücken zwischen den einzelnen Frames lässt. Das ist schwierig, wenn man hier über das Display guckt. So, große Lücken zwischen den einzelnen Frames lässt und beim anfänglichen Spulen zu Frame 1 zu weit spult. Das heißt, einen Umstand können wir nicht beheben, nämlich dass die Lücken zwischen den Bildern zu groß sind. Das ist dann hinderlich, wenn man Kontaktabzüge machen will und nicht mehr vier Bilder auf einen einzelnen Streifen gehen, sondern quasi dreieinhalb nur. Da muss man vielleicht ein bisschen auch beim Scannen improvisieren. Den Abstand hier kann man allerdings beeinflussen. Und zwar ist es in der Regel so, dass beim letzten Frame die Hälfte fehlt, also gut 3 cm. Dementsprechend können wir einfach, wenn wir hier den Film einlegen, dem Ganzen entgegenwirken. Eigentlich müsste dieser Pfeil hier korrespondierend mit einem kleinen Pfeil sein, wenn wir schließen. Wir machen einfach hier den Film kurz hinter der Rolle, aber vor der ersten Metallrolle und dann schon zu. Spulen wir zu Frame 1. Stoppt die Kamera und wir können uns das Ganze einmal ansehen. Gucken wir mal rein. Tatsächlich fängt hier, da ist die Klebung, wo der Film auf das Papier geklebt ist. Und hier fängt tatsächlich der erste Frame an. Obwohl hier die Zahl für den ersten Frame noch lange nicht in der Mitte ist. Das heißt, das sind gut 3 cm, die wir ansonsten verschenkt hätten. Und die können wir nutzen, um tatsächlich den letzten Frame auszugleichen. Somit ist es auch überhaupt kein Problem, 12 Bilder auf einen 120er Film zu bekommen mit dieser Kamera. Ja, die fehlende Kontrolle, das andere Manko, da kann man natürlich nichts gegen tun, um ehrlich zu sein. Das muss man hinnehmen. Auf der anderen Seite muss man aber auch argumentieren, dass andere so kompakte Kameras häufig teurer sind oder auch andere Mittelformatkameras, die so weitwinklig sind, üblicherweise deutlich teurer sind. Wenn man da beispielsweise an die Mittelformatkameras von Fuji denkt, die so weitwinklig sind, die sind bedeutend teurer. Die sind bedeutend teurer, auch wenn die Lomo LCA 120 mit ihren etwa 350 Euro, die sie kostet, alles andere als wirklich günstig ist. Dennoch ist das eine tolle Kamera, die man wunderbar auch wegen ihrer relativ geringen Größe gut mitnehmen kann. Zum Größenvergleich haben wir hier einfach mal eine Holger. Wie man sieht, ist die Holger vom Objektiv her deutlich länger, größer, klobiger sozusagen. Hier ist eine Rollei Flex im Vergleich. Und da sieht man deutlich, wie kompakt die Kamera eigentlich ist. Das heißt, das Kompakt und das Automatisch stimmen hier voll und ganz. So, das war die Lomo LCA 120. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich danke dir jetzt schon fürs Liken, Teilen und Kommentieren.
Damit du dir ein Bild von der Qualität der Kamera machen kannst, kommen hier noch ein paar Bilder, die ich mit der LCA 120 geschossen habe. Ansonsten danke ich fürs Zusehen und sag schon mal ciao.